So. Das war zu voreilig. Oh, da läuft doch. Ich rieche den Sieg. Ich rieche köstlichen Sieg. Gratuliere. Danke. Ich bin bereit. Bring mir die Steine zurück. Hehe. Ja, wir fangen mit dem Feuer an. Na dann. Let's go, Bro. Ich wusste gar nicht, dass wir die Streichhölzer überhaupt noch im Inventar hatten. Hotrim ist erwacht. Hotrim lebt. Er wird auf der Spitze des Berges auf dich warten. Er hat meinen Hut. Er hat meinen geliebten Zauberhut. Bring ihn mir. Ihr Hut? Ja, die Steine verstecken sich in meinem Zauber. In meinen Zaubererutensilien? Okay. Darum erinnere ich mich an nichts. Haha. Aber jetzt erinnere ich mich. Geh auf die Spitze, finde Kotrim. Und komm zurück, wenn du den Hut hast. Dann können wir die anderen Dinge tun. Die anderen Dinge. Gut. Let's get it. Oh. Erinnert mich an die unendliche Geschichte. Kennt ihr die noch? Hi, ich bin Fran. Fran, verstehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist mein Name, Bro. Ich weiß nicht wirklich, was er bedeutet. Ist einfach mein Name. Okay, mein Name ist Kotrim. Willst du wissen, warum? Weil ich aus einem großen Haufen Kot bin. Sagt er das gleich? Kotrim bedeutet im Himmel geboren. Ich war mal ein Stern. Ah, er ist ein Meteorit. Und da ich im All geboren wurde, ist das alles sehr logisch. Oh wow, ich habe noch nie einen Stern persönlich getroffen. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Also, was führt dich her? Der Zauberer schickt mich. Wir sollen den Hut holen. Das kann ich nicht tun. Ich bin geschieden. Geschieden? Hä? Wir brauchen nur den Hut. Ich kann nicht. Wenn ich dir den Hut gebe, wird das ganze Land leiden. Du musst einen anderen Weg nach Hause finden. Der König sagte mir, es gibt keinen anderen Weg. Bitte hilf mir. Ich kann nicht. Meine Frau verließ mich. Sie war die, die meine Spitze bedeckte. Oh. Wenn ich den Hut abnehme, kann meine heiße Lava jeden töten. Dich auch. Ah. Ja, was ist passiert? Sie entschied, dass es Zeit für sie war, ihre eigene Insel zu gründen. Also trennte sie sich von mir. Ich konnte sie nicht mal fragen, warum. Ich vermisse sie so sehr. Oh. Ist ja ein bisschen wie bei dem Pixar-Film, ne? Ja, wo ist sie denn jetzt? Ich glaube, sie ist auf dem Wasser. Ansonsten würde ich ihre Präsenz spüren. Aber das tue ich nicht. Oh, meine Liebe, meine geliebte Frau. Ich schaue, ob ich sie finden kann, ja? Dann gibst du mir den Hut. Nur wenn sie zurückkommt. Andernfalls, du weißt, was dann passieren kann. Kann ich dir nicht etwas anderes auf den Kopf legen? Zum Beispiel einen Stein? Nein, ich mag diesen Hut. Fashionista, okay. Gleich. Gut. Ah, okay, im Frühling ist er gar nicht da. Ja, der Lava-Song, genau. Okay, der Lavastein hat gesagt, ohne seine Olle gibt's auch keinen Hut. Okay, gut, er ist einfach out of control hier. What the fuck? Ich weiß, dass du alleine bist. Lass mich deine Mami sein. Lass mich dich füttern. Komm auf meine Seite. Und du wirst viele neue Freunde zum Spielen haben. Ja, die sehen alle total glücklich aus. Ich will dich nicht als meine Mami. Du siehst gruselig aus und ich mag dich nicht. Fran, mit wem sprichst du? Die Frau stand. Hä? Ach, nichts, Kätzchen. Ich habe nur verrückte Halluzinationen. Naja. Das sind Frauen einfach. Wir verlassen sie, damit wir eine eigene Insel haben. Ah, Dana, hallo. Ja, habe ich auch schon gedacht, die unendliche Geschichte nochmal neu verfilmt. Aber die war halt ziemlich fett verfilmt damals, ne? Deswegen traut sich vielleicht keiner ran. Wir müssen bestimmt aufs Meer, oder? Schätze ich mal. Wenn sie auf dem Wasser ist.
Kann ich das Boot nehmen? Ja, besondere Boote mit Spezialfähigkeiten. Ich könnte mit einem ja, nach Hause fahren, okay. Okay, gut. Es gab doch noch das andere Ufer. Okay, damit kann ich nicht sehen. Im Sommer hat der das. Jetzt. Hop in. Aufs Meer oder weniger. Guter Videotitel. Da ist sie. Hi. Hallo. Guten Morgen. Ich habe eine Nachricht für dich. Ein Bote mit einer Nachricht? Guten Tag. Liebesbotin! Ja, ich bin die Botin der Liebe! Oh, aber du bist nicht pink! Ich bin grün-braun. Und hat mir die Liebesbotin etwas mitzuteilen? Hä? Boah, ganz schön bitchy. Und sie will er zurückhaben? Ich bin im Namen der Liebe hier, um dir deinen Ehemann zurückzubringen. Nein, er macht mich sehr traurig. Niemand hat das Recht, mich traurig zu machen. Oh, was hat er denn gemacht? Er war so heiß und daran habe ich mich verliebt. Dann wurde er kalt und langweilig. Ich habe mich allein gefühlt. Ich habe oft geweint. Oh. Er ließ immer eine rote Blume wachsen, nur für mich, um mir seine Liebe zu zeigen. Aber dieses Jahr wuchs nichts. Und weißt du was? Ich bin nicht diejenige, die ihn immer beschützt. Okay. Und ich möchte Wertschätzung, das ist alles. Okay. Aber wenn ich diese Blume für dich finde, kommst du dann zurück? Ja, aber ich bin hoffnungslos. Außerdem regiere ich jetzt über meine eigene Insel. Gut, dann gucken wir mal, wo die Blume ist. Immer am unteren Ende. Sie unterscheidet sich sehr von allen anderen Blumen. Ganz unten von was? Von meinem Mann natürlich. Bring sie mir und ich kehre zu ihm zurück. Okay. Gut, am Boden des Bergs wächst eine rote Blume. Die hier? Oh, was ist das? Baumstamm? Ein müder Baum, gute Nacht. Schön. Blume. Tja, gut. Wir können jetzt mal hoch und gucken, was er sagt. Nur rote Pilze. Ey, deine Frau hat gesagt, sie kommt zurück. Aber, naja. Warum bist du gegangen? War ich zu heiß? Hä? Rote Blume. Okay. Er hilft mir anscheinend nicht. Irgendwann klingt das nach, geh dahin und jetzt geh dahin. Ja, so ist es, ne? Bei Point and Click. Die. Oh, die sieht doch gut aus hier. Dann nehmen wir doch die. Ja, take it. Sie hat starke Dornen. Sehr gut. Na dann, ab zum Boot. Ich habe ein rotes Messer.
was hier los ist, ey. Das war ja relativ einfach. Na dann, look at it. Da! Oh, vielen Dank, sie ist so schön. Du bist wirklich eine tolle Liebesbotin. Ja, und jetzt zurück. Er vermisst dich. Wir sehen uns dort im Winter. Okay. Wow. Wie kann sie durchs Wasser laufen? Schwimmen. Wie schwimmt sie? Und wenn sie laufen... Ach nee, jetzt ist sie untergegangen. Ich dachte, wenn sie laufen kann, hätten wir doch auch laufen können. Ja, kann jetzt mal aufhören mit kalt, ne? Finde ich auch. Also es war definitiv genug Winter dieses Jahr. Im Winter. Da! Back! Jetzt hätte ich gern den Hut, bitte. Vielen, vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Komm schon, Liebling. Kletter auf die Spitze. Errungenschaft freigeschaltet. Dr. Love. Und hier ist der Hut. Danke nochmal. Yay, verrückter Zaubererhut. Ja. Na dann mal ab nach unten. Dann können wir ihn ja auf jeden Fall mal angucken. Nimm den Hut. Jetzt rück endlich die Steine raus, alter Mann. Hier ist ihr Hut. Oh, mein Hut. Ich fühle mich förmlich, wie das Wissen durch mich hindurchströmt. Ich bin glücklich. Das ist toll. Was nun? Das Geschenk der Erde. Die Frucht. Das Ergebnis von zufälligen Ereignissen, damit wir es essen können. Schön, oder? Ja. Ja, die Frucht spricht jetzt zu mir. Sie sagt, das Buch. Mein Buch des Wissens, es ist in der Bibliothek, aber sei vorsichtig. Das Buch versteckt sich vielleicht, also sei hartnäckig und geduldig. Gut. Warte, es gibt ein Passwort, um hineinzukommen. Ja? Es muss etwas über unser Lernen sein. Ah, das Passwort ist... Deine Sinne werden leicht manipuliert, schalte sie ab, bevor du lernst. Okay. Oft lassen wir unser Verständnis manipuliert werden. Wir sollten immer versuchen, den gesunden Menschenverstand zu nutzen. Boah, das fällt so vielen Leuten schwer. Das, also, niemand sollte dir jemals sagen, was du denken oder glauben sollst. Das stimmt wohl. Sei hungrig nach Wissen und du wirst dich in einer ständigen Evolution wiederfinden. Das wird dich frei machen und du wirst jede Sekunde deines Lebens schätzen. Oh, Chayoa, danke für den Follow. Ich finde, es macht Spaß zu denken und zu lernen. Und neugierig sein hilft. Ich gehe jetzt zur Bibliothek und finde ihr Buch. Na dann. Gesunder Menschenverstand und alle sehen aus wie verrückte Wurzeln. War das hier lang? Nee. Es wäre cool, hätte man hier oben so eine kleine Karte und dann könnte man einfach darauf klicken. Aber es geht ja eigentlich schnell. Oh Gott, die beiden Zwillinge. Erinnerst du dich, Fran? Du bist eine Mörderin. Du bist mein verrücktes kleines Mädchen. Verrückte Mädchen müssen bestraft werden. Tu, was ich sage. Tu, was ich sage, Fran. Spring. Oh Gott, ich wollte sie nicht töten. Ich wollte es nicht. Oh, mein Liebling, hör nicht auf diese bösen Dinge. Du bist stark. Lass sie aus deinem Kopf raus, mein Liebling. Bin ich verrückt, Kätzchen? Sag's mir. Nein, mein Liebling, du musst nur stark sein. Lass sie nicht mit deinem Kopf spielen. Oh, mein Kätzchen, ich fühle mich total kaputt. Meine Brust tut weh. Oh, mein Liebling, ich bin hier für dich. Weine nicht. Ich liebe dich so sehr. Wow, er ist einfach übelst Psycho. Ich liebe dich auch. Wir sollten weitergehen. Gehen wir weiter zur Bibliothek. Okay. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich auch aus wie eine verrückte Wurzel. Wow. Okay. Ja, verrückter Käfer.
Ja, haben wir. Deine Augen und Ohren sind beschränkte Sinne. Verschließe sie, bevor du lernst. Fast. Gut, und warum ist das so? Weil wir dann sehen. Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie diese Stadt. Sie war vorher unsichtbar. Wissen ist überall, selbst in der Dunkelheit und Stille. Du darfst reingehen. Viel Spaß. Na, da haben wir uns ja nochmal gut gerettet, wa? Geil, das bin ich. Relatable. Okay. Verrückte Libelle. Ah, ich suche mein besonderes Buch. Ja, warum bist du auf einer Leiter? Ja, weil es Flügel hat, genau. Weil die Leiter zum Mindesten gemacht wurde, natürlich. Ja, was, wenn wir sie brauchen? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Und wenn es ein Notfall ist? Dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss weitersuchen. Einfach die Flügel ausreißen. Töten. Oh, hallo, warum liest du nicht? Weil wir ein Buch finden müssen. Besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche dann mal weiter nach meinem besonderen Buch. Dicke Wurzel. Sieht aus wie ein Sellerie. Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Ja, vielleicht solltest du dann lieber was anderes lesen. Eins mit vielen Bildern zum Beispiel. Oh ja, irgendwann einmal, Liebes, wenn du mich jetzt entschuldigst. Okay, sorry. Okay. Hinweise. Die Testerzahlen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Okay, müssen wir uns merken. Okay, bestimmt für dieses Drehdingsi. Ja, sehr viele Bücher. Okay, sein Buch versteckt sich. Ich sehe so viele Bücher. Okay, na dann gucken wir mal, was bei der Kugel hier abgeht. Eine von den Sachen. I see. Ich bin eindeutig diese Möhre, ich tue so, als würde ich lesen. Ja, ne? Die Flügel sind auch nicht zu benutzen. Ist doch wirklich so. Was labern die hier eigentlich immer alle? Ja, einfach die Libelle töten und dann. Naja, schau mal.